Living in Kanada macht ja richtig Laune. Moin, moin. Ich bin immer noch in Manitoba in Kanada auf dem Weg nach, wenn ich denn hin, Ohio. Aber ich komme hier nicht so richtig vorwärts. Fahre ja so mit 30 bis 40 km/h. Die Straße ist manchmal überhaupt nicht zu sehen, ganz besonders wenn ein LKW von vorne kommt. Jetzt mache ich hier mal komplett ein paar Sekunden im Blindflug. Kann man immer nur hoffen, dass die roten Lichter vor einem wissen, wo es lang geht. Ansonsten fährt man dem hinterher in den Graben. Aber jetzt kommt wieder ein LKW, schön mit ordentlich Geschwindigkeit. Achtung, Augen zu und weg sind wir. Ah, das ging sogar noch. Ja, so sieht's aus. Eigentlich hat es hier noch gar nicht mal richtig geschneit. Also das war wirklich ganz wenig heute Nacht. Aber die haben halt die Straßen noch nicht geräumt. Normalerweise sind die ein bisschen schneller. Naja, was soll's. Muss ich mich durchkämpfen, bleibt mir nichts übrig. Wetter wird aber besser in Richtung Ohio, sind mehrere gerade plus angesagt und Straßen müssten dann halt auch frei sein. Ich muss hier nur irgendwie erstmal aus diesem Mist hier rauskommen. Die Startschwierigkeiten sozusagen. So, jetzt kommt noch einer. Mal gucken. Aber jetzt liegt nicht mehr ganz so viel auf der Straße und jetzt geht's vielleicht. I hate to bury you bad news, but the further south you get, the worse it gets. Yeah, it's good all the way down on the Canada line. Yeah, so did you come down 16 or all the way in number one? One from Brendan. Okay, so you say number one's good? The one's good if you go west all the way to Austin and then it's covered up the way to Brendan. Alrighty, you have a good one, be safe out there. Have a Merry Christmas. Same to you, thank you. So, gleich noch eine Runde Road Report gegeben und bekommen. Er sagte, es wird ein bisschen schlechter, wenn es in Richtung Süden geht, aber ich frage mich gerade, wie es hier noch viel schlechter werden kann. Aber der LKW vor mir ist langsam auf dem Standstreifen, der findet die Straße nicht mehr. Jetzt kommt da wieder ein bisschen zurück. Naja, so ist das halt. Kann es ja nicht ändern, ist halt Winter. Heute ist der kürzeste Tag des Jahres, der 21. Dezember. Und wie gesagt, es geht nach Ohio. Und den Rest erzähle ich später. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Die vor mir sind alle abgebogen. Kam ein paar Minuten später. Und jetzt kann ich hier wieder ein bisschen schneller fahren. Ich habe jetzt so 80, 90 kann man hier schon machen. Es ist ja nicht glatt. Also der Schnee selber ist ja eigentlich recht griffig. Mehr auf jeden Fall als eine glatte Straße. Wenn PKWs entgegenkommen, dann ist es auch nicht so schlimm. Ist halt echt nur schlimm, wenn ein LKW kommt. Dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber das Gute ist ja, die Straßen gehen ja fast immer geradeaus. Also man muss jetzt nicht darauf hoffen oder davor Angst haben, dass gleich eine Kurve kommt, die man nicht sieht oder so. Die drei Kurven, die hier kommen, die kenne ich ganz gut. Ja, wie gesagt, Straße ist nicht zu erkennen. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so richtig sieht, aber ich folge ja halt nur echt so ein paar Spuren so ein bisschen. Aber wie gesagt, es geht ja fast geradeaus. Von daher, so macht mir das sogar Spaß. Wenn keiner vor mir ist und keiner mir entgegenkommt und so, dann fährt sich das ganz gut. Das macht echt Laune. Das ist halt wirklich Fahren in Kanada. So habe ich mir das immer vorgestellt. Da ist nicht mal die Eisroad schlimmer. Auf der Eisroad ist man sowieso langsam. Da fährt man ja nur 20 oder 30 oder so. Macht da dann bestimmt auch nicht so einen Spaß. Fun Fact am Rande. In Kanada und ich glaube sogar in den USA. Blaues Licht bedeutet nicht Polizei, sondern Schneepflug. Blaue Stroboskope, blaue Rundumleuchten ist immer Schneepflug. Musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Polizei ist immer blau-rot. Baustellen in den USA haben auch manchmal blau-gelb oder manchmal grün-gelb. Es gibt Staaten, Michigan zum Beispiel, die haben bei der Polizei nur rot. Ohio glaube ich auch.
Ja, es ist sehr unübersichtlich, sehr, sehr kompliziert. Also am besten immer, wenn was blitzt und blinkt, erstmal vorsichtig fahren, könnte ein Polizei sein. Aber wie gesagt, alles, was mit Blau-Gelb ist, dann, zumindest in Kanada, ist ein Schneepflug. Finde ich ganz witzig so. Ja, und ich sitze kurz vor der Grenze. Da drüben ist die Grenze nach USA rüber. Hier ist ein kleiner Parkplatz, den man gerade noch so befahren kann, weil mächtig Schnee liegt. Und ich sitze hier und warte auf meine Papiere, um die Grenze zu überqueren. Das ist wieder... Sind sie das schon? Nein, sind sie nicht. Ja, das ist ein ganz üblicher Vorgang, dass man hier, gerade wenn man hier in der Nähe von der Grenze Ladung aufnimmt, dass die Papiere dann länger dauern, als man selber braucht, bis zur Grenze. Und dann sitzt man halt hier und wartet, bis dann irgendein Broker irgendeine Nummer in irgendein System eingibt und dann kriege ich per E-Mail von einer Firma meine Papiere, druck mir die aus und dann kann ich zur Grenze fahren. Ich denke mal so in der nächsten halben Stunde, vielleicht eine Stunde, werde ich erstmal ein zweites Frühstück einlegen und ein bisschen dem Bagger da drüben beim Schneeschaufeln zugucken. Gehört halt auch dazu. Hello Wisconsin! Da bin ich wieder auf meiner nächsten Tour. Das ging jetzt mal richtig schnell. Ich war kaum zu Hause angekommen, habe ich direkt die nächste Tour bekommen, weil es geht auf Weihnachten zu. Weihnachten ist übermorgen, also beziehungsweise in Deutschland ist Weihnachten ja der 24. Hier in den Staaten ist ja Weihnachten eher der 25. Auf jeden Fall, das Wochenende ist jetzt direkt vor uns. Die meisten Trucker, die Familie haben, bleiben zu Hause. Und die Dispatcher haben natürlich schon eine Woche vorher alle Leute gefragt und angerufen und so, wer dann Weihnachten arbeiten kann oder will. Und ich habe da natürlich kein Problem damit, weil ich habe hier keine Familie. Die sitzt in Deutschland. Hallo. Und ja, deswegen fahre ich über Weihnachten. Und jetzt habe ich eine Tour bekommen. Da kann ich sogar morgen ausladen und eine Rückladung direkt um die Ecke, also 70 Kilometer weg aus Ohio. Ohio! Freue ich mich schon drauf. Und dann werde ich, ja, weiß ich noch nicht, am 24. werde ich wahrscheinlich irgendwo im Chicagoer Raum sein. Muss ich mal gucken, wie meine Fahrstunden noch ausreichen. Ich habe nicht mehr ganz so viele Stunden jetzt. Oder am 25. bin ich wahrscheinlich hier in Wisconsin, vielleicht in Fargo, wenn ich es schaffe. Mal sehen. Und am 26. denke ich mal zu Hause. Kommt immer darauf an, wie das Ausladen funktioniert. Ja. Ansonsten, Wetter ist hier super toll, plus 1 Grad. Ich fange schon wieder an, die Heizung runter zu regeln. Naja, auf jeden Fall kurzer Trip über Weihnachten. Weihnachten an irgendeinem Truckstop verbringen ist für mich ein Tag wie jeder andere. Habe ich da nicht so ein Problem mit. Bringt ja Geld. Ah, der fährt ja falsch rum. Ah. Nee, ist dann doch nur ein Transport. So werden hier Zugmaschinen transportiert. Man immer wieder mal. So, ich bin schon wieder beim Laden. Bin laden. Habe ausgeladen. Ganz kurzen Trip gemacht jetzt so zum Laden. Es ging ja fast um die Ecke. Und dann geht es schon wieder nach Hause. Kurze Woche. Voll zicki zacki schnell. So muss das sein. Ich wollte euch mal den hier zeigen. Den finde ich gerade ziemlich cool. Irgendwie einen alten Freightliner. Nicht mehr das Neueste, aber irgendwie hat der was. Ich finde es zwar mal albern, die Antennen so schräg nach vorne zu machen, da auf den Spiegeln.
Das ist ja aber manchmal so sehr typisch irgendwie. Das sind die ganz, ganz coolen. Nur die harten kommen in den Garten. Die haben die Antennen so nach vorne, nach schräg vorne. Und jeder, der sich mit Funk oder mit Antennenkunden ein bisschen auskennt, der weiß, dass das der totale Quatsch ist. Weil eine Antenne, die so steht, die strahlt so aus. Eine Antenne, die so steht, strahlt so aus. Und die geht dann nach vorne auf den Boden. Und naja, egal. Muss ich jedes Mal drüber lachen, aber sieht schon geil aus. Ja, so ein bisschen so. Hat schon was, ja. Ansonsten da vorne noch auf der Motorhaube hat er noch so einen sogenannten Bug-Deflektor. Also so ein, da kannst du angeblich verbessert, dass denn im Sommer die einzelnen Insekten nicht auf die Scheibe fliegen. Das ist ja hier im Sommer mit meiner Kiste ist ja hier, ist ja alles voll hier im Sommer. Ja, wie gesagt, schon etwas älter, aber ich finde ihn irgendwie cool. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ach so, naja, wenn ich jetzt nach Hause fahre, auf dem letzten Fahrtag wird mich höchstwahrscheinlich ein Wintersturm ereignen. Wenn ich schnell genug bin, dann schaffe ich es vielleicht kurz vorher da zu sein. Wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich auch nicht. Dann komme ich wahrscheinlich voll in den Wintersturm rein und dann gibt es halt auch wieder schön ein paar Videos zu sehen.